Dies ist die Geschichte einer Band. Aus dem Blauen. Ja, aus dem Blauen. Der Kopf der Bande sind unsere drei Helden. Kalle, Niggen und Murty. Sie mögen ihr Bier kalt und ihre Glut grün. Sie befinden sich im Jahr 2029 und die Welt ist so richtig am Arsch, als hätte es keiner geahnt. Hass besetzt die Parlamente, stumpfer Stein pflastert die Wälder und die Musik ist schon lange zu Fastfood geworden. Das Ende ist nah. Unsere drei Freunde wollen das nicht hinnehmen und mit ihrer Freundschaft, ihrem Charme und ihrem Rock das Schlimmste verhindern. Doch um die Welt mit ihren Jams wachzurütteln, müssen sie erstmal zu Superstars werden, ist ja klar. Also suchen sie den aktuell gehyptesten Popkünstler ihrer Zeit auf. Der Gelockte. Er soll ihnen den Weg zum Ruhm ebnen. Wir schreiben das Jahr 2029. Alles ist kaputt und schlecht und braun. Überall Geiz und Habgier, alles ziemlich ranzig. Die Welt geteilt mit einem großen Zaun. Knobe läuft im Radio, Instrumente sind arbeitslos und niemand hat Platten mehr in seinem Schrank. Kunst hat keinen Wert, die Musik ist schwer, krank, fauler Boden, der nur Scheiße nährt. Da gibt's eine verdammte Band mit mehr Herz als Verstand. Ihr Genie ist klar, aber verkannt. Egal wie krass sie jam, jedes Solo, jeder Flam. Solang Madonna lebt, wollen alle nur sie hören. Frust macht sich breit, so kommen sie nicht weit. Was ihnen fehlt, ist ein genialer Plan, eine List. Doch da gibt's einen Mann, ein Superstar in den Charts, der ihnen Gehör verschaffen kann. Sein Name ist Programm, der Gelockte wird er genannt. Sie brauchen seine Hand, die sie zum Erfolg führen kann. Dann schreiben sie einen Song, der alles zerfickt und den Bossen in den Arsch kriegt. Der geniale Plan. Und ich bin immer noch kein Schwan. Danke, Hamburg. Okay, das Konzert haben wir hinter uns. Ich denke, das war mein erstes und letztes Konzert von den Gelockten. Es ist echt unfassbar, wie die Leute auf den Typen abfahren, oder? Die haben sich eh nur für seine Locken interessiert. Für seine Haare. Also von der Mucke hat man nichts mitbekommen. Sei es drum. Wie kommen wir jetzt an ihn ran? Keine Ahnung. Murty? Also was? Ja, was machen wir jetzt? Ohne den Gelockten können wir unsere Rockstar-Pläne vergessen. Ja, aber was fragst du mich denn? Woher soll ich das wissen? Ja, du hast doch gesagt, du kennst den. Also persönlich. Ach so, ja, nee, eher so halb. Wir gehen halt zum gleichen Apotheker und da treffe ich den manchmal. Ach, krass. Aber ich weiß, dass er auf unsere Funky Jams steht. Das sagt er mir jedes Mal. Ja, muss reichen, Mann. Lass uns einfach versuchen, irgendwie hinter die Bühne zu kommen. Ja, einen besseren Plan haben wir auch nicht. Ach, Freunde, guck mal, da fehlt ein Stück der Absperrung. Komm, los, los! Hey, Ida. Stehen bleiben. Hey, ist schon gut, Bronco. Lass sie durch. Oh, hey, der Gelockte. Weißt du noch? Ich bin's, der Murty. Hier, check doch mal unsere geile Bandkarte aus. Okay, danke. Aus dem Blauen.
funky, jazzy und ein kleines bisschen naughty? Saxophon und Gesang, Lukas Murty Merton. Gitarre, Pascal Kalle Ritter. Drums und Zwischenrufe, Niklas Niggen Bank. Ja, ja, natürlich, ich erinnere mich. Murty, der Mann mit dem Saxophon, ja. Und ihr seid dann... Ich bin halt Kalle. Ich bin Niggen. Ja, aus dem Blauen eben. Ja, ja, sag ich doch. Klar. Was kann ich für euch tun, ihr Süßen? Hat euch meine Show gefallen? Oh ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Echt gute Show. War cool, war cool. Also ist vielleicht nicht ganz mein Geschmack, ne? Also nicht falsch verstehen, das war für mich einfach nicht so richtig ein bisschen kacke, ja. Ist schon gut. Ich weiß schon, was ihr meint. Also wenn es komplett nach mir ginge, würde ich auch einiges anders machen. Aber so läuft das nicht. Die Musik ist mein Job und wer Geld verdienen will, muss halt auch mitspielen. So ist das Geschäft. Ja, was würdest du denn anders machen? Vielleicht mal rappen oder so. Ach, aber genug davon. Ich kann mich nicht beschweren. Das, was ich tue, bringt ordentlich Geld und die Fans sind begeistert. Aber die Jungs seid doch nicht nur zum Plaudern hergekommen, oder? Ganz richtig. Wir brauchen deine Hilfe. Wir wollen die Musik wiederbeleben. Und zwar nicht nur in ausgewählten Clubs oder Festivals, sondern auf der ganzen Welt. Wir wollen, dass die Leute wieder von bassigen Grooves massiert werden. Dass es aus den Boxen wieder funky rausschallert. Dass der Jazz die Musik wieder zum Handwerk der Kunst macht. Und dass das Geld nicht mehr der einzige Grund ist, eine Platte zu machen. Keine Kunst auf diesem Planeten ist so notwendig, so unmittelbar und so menschlich wie Musik. Wenn diese Kunst wieder aus Liebe gemacht wird, dann ist Mutter Erde vielleicht noch nicht verloren. Du hast die Leidenschaft und die Reichweite, um den Leuten zu zeigen, wie man vernünftig Mucke macht. Hilf uns, ein Masterpiece zu schreiben, das die Welt noch nicht gesehen hat. Was sagst du? Was sagst du? Ist ja alles schön und gut, aber ich weiß nicht, Kinder. Mein Management hat da bestimmt was zu geben. Alter, Scheiß auf dein Management! Ning. Na, ist doch wahr, Mann. Also die Zeit ist jetzt, genau jetzt. Wir müssen die Leute wachrocken, Mann. Du musst uns echt helfen, Mann, sonst ist alles verloren. Ein Masterpiece? Einen Göttertrack? Göttertrack? Ja. Bist du dabei? Der Gelockte? Was macht er denn jetzt? Er hat einen Rasierapparat in der Hand. So, ab mit den Locken der Unterdrückung. Von nun an bin ich der ehemals Gelockte. Eine neue Zeit bricht jetzt an. Lasst uns was Großes schaffen, Jungs. Scheiße, ja. Du bist ja drauf, Digga. Shit. Zeiten ist es Pflicht, sich zu verbreiten. Als Teil einer Band musst du sie auch leiten. Du Erfolg hast, willst tiefes, knappes an. Zum Polarisieren schreibt, da war ein guter Mann. Immer unzufrieden und niemals platt. Das Publikum von heute ist niemals satt. Doch wenn der Durchschnittshörer das meiste gainet. Die Leute wollen mehr von Entertainment. Heiße Triebe wird genossen und in vollen Zügen wirken sie auf und ab, so wie Vierteltakt. Während Frau Fischer halbnackt verbal auf die Bühne kackt. Sie fallen low, low, low und wachsen go, go, go. Ein paar Entertainer hält nicht stand, sich entertaint bis zum Umfallen. Die Besten mit 27 hoch die Becher und leer gemacht. Besoffen geht man sich sogar, das aus dem Blauen macht. Uns ist klar, das ist ein Schluss an dir hängt. Und jeder will mehr vom Entertainment. We all just want to get awesome blow. Der ehemals Gelockte, der noch nie irgendjemanden verkloppte. Ich stehe hier und hinter mir steht aus dem Blauen und bin bereit, mal richtig einen rauszuhauen. Ich weiß, ich habe nicht die allerstärkste Schlagkraft, doch bin, was das angeht, auch nicht gerade zaghaft. Ehrlich, ich werde immer aggressiver, denn alle lächeln wie auf Antidepressiva. Keiner macht mehr, was er macht aus reiner Liebe und verdient allein deswegen einen meiner Hiebe. Es geht nur noch um Klicks oder Schlagzeilen und dieser Trend geht jeden Tag meinen. In die Fall
falsche Richtung, wenn du mich fragst. Denn ich bin einer, der das eigentlich nicht mag. Ich stehe da eher auf wahre Emotionen. Damit verdient nur leider keiner mehr Millionen. Und darum geht es doch heutzutage im Showbiz. Da reicht es nicht aus, dass du nicht mehr low bist. Du musst an die Spitze, wie Reinhard Messner. Aber richtig große Scheiße macht dann kein Gold besser. Doch momentan ist das scheinbar egal. Denn das meiste, was Erfolg hat, ist einfach banal. Bei keinem steht das Herz in Flammen, wie bei Passenger. Außer bei uns, wie der Entertainment Messenger. We all just want to get awesome blown. Voller Hoffnung sitzen unsere Freunde in ihrem Proberaum. Bei ihnen der nun ehemals Gelockte. Gemeinsam erwarten sie die Reaktionen auf ihr jüngst komponiertes Meisterwerk. Oh fuck, Leute, also mal ganz ohne Spaß. Der Track ist heiß und fettig. Eins sage ich euch, der wird sowas von durch die Decke gehen. Ey, ehemals Gelockte, hast du den Scheiß schon hochgeladen oder was? Ja, hab ich. Lass uns mal reinschauen. So, was haben wir denn da? Ah, 2 Likes und 20.000 Dislikes? Krass. Ja, aber 2 Likes sind 2 Likes, oder nicht? Was kommentieren die Leute denn so? Also hier wird geschrieben, der ehemals Gelockte, wie konntest du nur deine Prachtstücke abschneiden? Was soll dieses Gedudel? Du bist tot für mich. Einfach lächerlich. Tot? Lächerlich? Sie hassen mich. Meine Fans hassen mich. Murty? Ach du, mach dir nichts draus, Mann. Die brauchen bestimmt nur Zeit, um die Genialität zu ahnen. Nee, dein Bullshit höre ich mir nicht länger an. Ihr seid einfach scheiße. Euren Schrott will niemand hören. Ich habe alles verloren. Mein Label nimmt mich nie wieder zurück. Und dafür werdet ihr bezahlen aus dem Blauen. Ich komme wieder, und zwar mit aller Gewalt. Ihr zerstört meine Karriere, ich zerstöre euer Leben. Das klingt doch fair, oder nicht? Das klingt überhaupt nicht fair. Ja, Mann, ey. Also der hat jetzt schon überreagiert, Alter. Ja, reißt euch mal zusammen, Alter. Wie sollen wir denn jetzt die Welt retten? Das war's mit unserem Plan. Tatsächlich haben wir jetzt on top noch diesen merkwürdigen Erzfeind, der unser Leben zerstören will. Scheiße ist sowas. Naja, wir müssen jetzt aber auch los, Leute. Wir haben mal ein Konzert zu spielen. Thank you.
keiner sieht mich. Bin einfach nur da, einfach nur da. Hab nix zu sagen. So viele Fragen, so viele Fragen. Krieg keine Antwort. Keiner denkt nach, keiner denkt nach. Viel zu extrem. Fragen zu unbequem. Und ihr werdet meine Stimme noch einmal in euren Ohren hören. Sollte ich mich beim Versuch, mich vor euch zu wehren, selber zerstören. Macht euch nur zu, korpuliert, stagniert und sauft euch voll, konsumiert. Kauft die Sachen, die keiner braucht, fühlt euch schön. Nach der zehnten Liposuktion redet euch ein. Alles muss so sinnlos sein. Was ich tue, ich lass euch keine Ruhe.